Doch, kannst du sagen, die erste war die, wo wir unterschrieben hatten, wo das angekündigt wurde. Das war die erste. Storando. Guck mal, wie Detail. Jetzt mal die Mädchenhaare den anziehen. Ich weiß nicht, ich habe immer so einen Fetisch auf graue Haare. Was? So, und natürlich als Akzent. So mag ich die Haare immer im Spiel. Guck mal, grau mit pinken Strähnchen unten.
Frau mit pinken Strähnchen. So mag ich die immer in jedem Spiel bei mir und genau diese langen Haare. Das erste Mal unterschrieben. Oha. Einen dezenten Bart. Beeindruckend. Danke. Es ist ernst. Beeindruckend, 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 danke. Es ist ernst. Beeindruckend. Danke. Es ist ernst.
Ja! Beeindruckend, danke. Beeindruckend, danke. Es ist ernst. Ich habe Cookie gefunden. Ja. Guck mal, was da für Feinis drin sind. Oh Gott. Oh. Nee, aber der hat die Augen zu. Woohoo! Los geht's! Ja, lol, du kannst die babbeln lassen oder miauen lassen. Mal ganz kurz lauter machen. Ich habe einen Cookie. Ja. Und so sehen wir aus in Montur.
okay? Los geht's. Oha. Das ist cool, Alter. Bisher noch nichts. Hi. Hey! Von der Sprache gelernt. Wir sind hier! Scrooge! Los, kommt her! Dein Ruf eilt dir voraus, Jäger. Du weißt sicher, warum ich dich herbestellt habe. Ja. Das verbotene Land? So ist es. Genauer gesagt geht es um den Jungen, den wir dort auflasen. Das Betreten der Region ist seit 1000 Jahren verboten. Wir dachten, das Land sei unbewohnt. Von seiner uralten Zivilisation gibt es nicht mehr als historische Aufzeichnungen. Umso größer die Überraschung, als wir den Jungen entdeckten. Er sagte, er gehöre einem Stamm an, den Hütern. Sie hätten ein Dorf in einem Land, das wir stets für unbewohnt hielten. Einige Jahre sind vergangen, doch die Akademie ist natürlich nach wie vor skeptisch. Dieses Dorf, gibt es dafür Beweise? Nichts Eindeutiges. Aber die mysteriöse Zusammensetzung des Anhängers des Jungen legt es nahe. Und auch was die Rettung des Jungen angeht. Ja? Wie es scheint, musste er vor einem Monster fliehen. Es griff sein Dorf an und nur er entkam. Und glücklicherweise ist der Tunnel, den er zur Flucht nutzte, eingestürzt. Wir fanden ihn, nahmen ihn auf und da sind wir nun. Haben wir Informationen über das Dorf? Keine. Und das Monster? Keine. Jedoch vermuten die Gelehrten, dass es sich um ein Monster handelt, von dem wir dachten, es sei ausgestorben. Eine ausgestorbene Spezies? Sie nennen es den Weißen Geist. Die Gilde hat die Rettung der Hüter und eine Untersuchung des Monsters autorisiert. Ich möchte, dass du eine Einheit bei dieser Expedition anführst. Vielen Dank. Das Dorf zu finden wird nicht leicht. Jemand wird dich unterstützen. Da fällt mir ein, ich habe eine Extraaufgabe für dich. Hallo, ich bin Alma. Schwester Alma. Na komm, keine Angst. Wie geht's euch? Super, und dir? Sobald wir ein gutes Plätzchen finden, bauen wir auf und bereiten alles vor. Und dann geht es los. Das wird spitzenmäßig. Und auch. Ich hoffe, wir finden sie bald. Da! Aufgebracht. Ob sie hinter was her sind? Ein Kind! Unsere Chance. Kommst du da ran? Werd's versuchen. Ich komme mit. Hey! Slam!
Boah, das ist schon die Spielgrafik. Los geht's. Festhalten. Wir müssen sie retten. Boah. Aus. Stelle ich auch miauen, mir gefällt es nicht, dass ich sprechen kann. Komm. Alles wieder gut. So mult. Hey! Hey, schon gut. Hab keine Angst. Yo. So viel zum Thema unbewohnte Region. Muss eine Art flugunfähiger Vogel. Isai. Jemand muss ihm helfen. Isai? Wir waren beim Saikri-Training. Und dann kam es. Und mein Bruder, er... Was kam? Eins der Viecher, die euch vorhin gejagt haben? Schon okay. Dein Bruder, wo ist er? Ich sollte weglaufen. Er ist geblieben. Klingt mächtig nach Ärger. Wie können wir ihn finden? Der Saikri. Er kennt Isais Geruch. Ich suche ihn. Ich komme mit. Der Rest sucht derweil einen Lagerplatz. Ist gut. Meldet euch, falls ihr Hilfe braucht. Wir lassen euch Vorräte da. Ich kümmere mich um die beiden. Auf geht's.
komme. Bitte, bring diese Leute schnell zu Isai. Wir zählen auf dich. Na komm, gehen wir. Keine Angst, wir sind bald zurück. Okay. Kommt. Bereiten wir uns vor. Man weiß nie. Ja, hast du dir schon eine Waffe ausgesucht? Beantworte ein paar Fragen, dann kann ich deine Vorliebe... Wie würdest du deinen Kampfstil beschreiben? Und was ist dir bei einer Waffe wichtig? Wenn dir Angriff am wichtigsten ist, dann könnte diese Waffe gut zu dir passen. Gut, lassen wir uns auf die Fährte führen. Wow, Zeitkrie müssen unglaublich intelligent sein. Sie fällt einer Witterung ganz von selbst. Thank you.
zurück! Los, komm! Schnell! Thank you.
Handzeichen um Hilfe rufen. Gesichert, geladen, schussbereit. Wie gehen wir es an? Thank you.
Es ist sicher. So. Den Winden sei Dank. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Halt, wir... stopp, warte. War das wirklich ihr? Das hättet ihr niemals schaffen sollen. Also, wie... Deine Schwester hat uns gesagt, dass du Hilfe brauchst. Nonna! Wo ist sie? Bei uns, keine Sorge. Wir bringen dich zu ihr, okay? Da seid ihr ja! Faszinierende Kreatur. Ihr habt uns gefunden. War nicht schwer, dank eures Signals. Du musst die Sai sein. Bitte, hier lang. Okay. Wir kommen zurück. Hey, Jäger. Schon zurück? Gute Arbeit. Hey, deine Schwester ist gleich dort. Sie macht sich Sorgen. Geh. Dieser Ort ist ziemlich gut geschützt. Nicht schlecht für ein provisorisches Lager. Hier lang. Nur kurz untersuchen. Ich sag dir doch, was sie braucht, ist Ruhe. Ihr geht's gut. Was ist mit der Nachsorge? Glaub mir, das kriegen wir gebacken. Nonna! Isai! Ihr geht's gut! Den Menschen sei Dank. Seht ihr? Ihr geht's gut. Ab jetzt. Los. Zurück auf Position. Alles Weitere später. Ich habe mich noch gar nicht bedankt. Alles ging einfach so schnell. Ich war sprachlos. Danke, vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin Isai. Wir beide sind aus einem nahegelegenen Dorf. Ich heiße Nona. Freut mich, ich bin Alma. Meine Freunde und ich sind auf der Suche nach etwas von weit aus dem Westen hergereist. Danke, dass wir die Cycli ausleihen durften. Sie waren eine große Hilfe. Bildet ihr sie in eurem Dorf aus? Ja. Wir ziehen sie von klein auf groß und trainieren sie. Sie sind wertvolle Gefährten. Sie sind so schlau. Sie haben uns vorhin echt aus der Patsche geholfen. Ja, oder? Sie können Ärger spüren und ihm aus dem Weg gehen. Und sie erinnern sich an Gerüche. Aber der Umgang mit ihnen ist gar nicht so leicht. Nicht jeder kann sie reiten. Dieses Kerlchen ist das beste Beispiel. Er lässt nicht jeden auf seinen Rücken. Er ist ein kleiner Dickkopf. Als er dich so einfach hat aufsteigen lassen, war ich richtig beeindruckt. Du musst eine Gabe haben. Wie seid ihr eigentlich an den Chatakamra geraten? Oh, das war allein meine Schuld. Ich war unvorsichtig. Er hat sich angeschlichen, als wir beim Reittraining waren. Ich sagte Nona, dass ich ihn ablenke und sie weglaufen soll. Aber dann ist mein Cycri ausgerutscht und wir fielen in die Höhle. Also, wer genau seid ihr eigentlich? Stimmt ja. Wir haben dich vorhin wohl ziemlich erschreckt. Wenn ich das richtig verstehe, benutzt ihr diese Werkzeuge? Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen.
Spezialisten benutzen sie da, wo wir herkommen, um andere vor großen Kreaturen zu schützen. Natürlich würden sie sie niemals gegen andere Menschen einsetzen. Um sie zu benutzen, braucht man eine besondere Erlaubnis. Werkzeuge, Spezialisten, Erlaubnis? Alles neu für mich. Aber ich bin froh, dass ihr da wart. Wo ist dieses Dorf, aus dem ihr stammt? Mit einem Saikri ist es nicht weit. Nona und ich leben dort mit unserer Großmutter. Hast du schon mal etwas von den Hütern gehört? Den Hütern? Nein, tut mir leid. Verstehe. Na gut. Wir suchen nämlich die Heimat unseres Freundes. Er und sein Stamm nennen sich die Hüter. Die Hüter? Nein, kann mich nicht erinnern, den Namen je gehört zu haben. Aber unsere Älteste, sie könnte etwas wissen. Gut, kümmern wir uns jetzt erstmal um eure Wunden.